Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Tja, wir müssen uns um das Rätsel des Weltvergrößerungstrankes kümmern. Denn wir wollen ja zu der kleinen Ratte hin. Ich gehe trotzdem erstmal nach oben zu ihm. Vielleicht können wir da ja auch irgendwas noch machen, aber wahrscheinlich müssen wir uns tatsächlich erstmal um den Magierkram kümmern. Aber vielleicht hat er ja irgendwas zu sagen zu den Sachen hier, oder? Ich weiß nicht, sprechen mal an. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Was wollen Sie? Ach, Herr Unterberg. Laut Meister Markus habe ich durchaus das Zeug dazu, ein Diplom-Magier zu werden. Markus unterrichtet wieder? Ja, und er will mich als Schüler. Das kann ich mir vorstellen. Und was will er dafür? Ich muss nur einen Zauberstab und eine Magierrobe mitbringen. Und sonst? Naja, und ein Haufen Gold. Da haben wir's. Er will dich doch nur ausnehmen. Glaub mir, du kannst kein Diplom-Magier werden. Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Sie werden es schon sehen. Ich besorge mir mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Aber so schlecht ist der Tipp jetzt auch nicht gemeint gewesen. Also war er jetzt vielleicht gar nicht so böse gemeint, von wegen wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Eine Tasche. Sie gehört... Eine Tasche. Sie gehört... Können wir da irgendwas mit diesem Baguette machen? Der Trank könnte mir helfen, in die Kanalisation zu kommen. Ich sollte... Ja, aber kannst du den... Der Trank könnte benutzen mir... ...benutzen irgendwie oder... Nee, du kannst hier gar nichts machen, oder? Nein. Wir könnten tatsächlich... Das ist eine Landkarte der Gegend hier. Mit ihr kann ich zum Beispiel schnell von hier... Dann gehen wir doch mal dahin, weil wir waren da ja noch gar nicht. Da zum Beispiel... Also das ist die untere Stadt, die obere Stadt, wo wir sind. Dann gehen wir mal hier hin. Wo sind wir hier? Bei Wuppermann. Yeah. Okay. Hallo. Entschuldigen Sie bitte. Nanu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohlan, junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Sie sind ein Schausteller, nicht wahr? Was hat es mit diesen Käfigen auf sich? Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat, aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meinen kleinen Jahrmarkt hier betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Meister Markus sagt, Sie seien sehr reich. Sie können wirklich die Zukunft voraussagen? Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Der Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Können Sie mir vielleicht die Zukunft vorhersagen? Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Hui. Unheimlich. Also komm. Hokus pokus. Ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen?
Wird dieses Abenteuer ein gutes Ende für mich nehmen? Was wird heute noch alles geschehen? Welche Frage werde ich Ihnen als nächstes stellen? Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du, also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Die Verbindung. Oh. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem danke. Das war sehr interessant. Mhm. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Das glaube ich auch. Können wir ihn nochmal anquatschen? Hallo. Wilbur. Er hat sich den Namen aber gemerkt. Diese Käfige. Was hat es mit denen auf sich? Oh, früher gehörten die Tiere zu meinem Jahrmarkt. Aber seit ich mein Geld mit Vorhersagen verdiene, sind sie nur noch mein Hobby. Außer die Tauben natürlich. Was ist mit den Tauben? Die Tauben bringen meine Prophezeiungen ins ganze Land. Ich arbeite fast nur für Leute, die ich nicht persönlich kenne. Warum das? Naja, wie soll ich sagen? Sollte eine Prophezeiung vielleicht doch einmal nicht eintreten, dann ist es doch besser, weit weg zu sein, oder? Ja. Ich gehe dann mal. Ich habe gesehen, dass du wiederkommen wirst. Bis dann. Das mit dem Reich lasse ich gerade mal, aber... Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller würde bemerken, dass sie nicht mehr an ihrem Platz steht. Warum wollen wir denn überhaupt diese Kristallkugel? Ein leerer Käfig, wie es scheint. Auf dem Schild steht Siggi, das unsichtbare rosa Eichhörnchen. Bissig, bitte Abstand halten. Mhm. Siggi geht es gut, denke ich. Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge, naja, was Tauben halt so hinterlassen. Okay, wir können das nehmen? Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Okay, wir haben eine Feder. Dachte jetzt, er nimmt den Kot mit da. Was haben wir hier? Ein haariges Etwas. Ein Käfig mit Haaren? Hm, hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Oh Gott. Ui. Ein dicker Hamster. Mhm. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Was für eine Idee, ein dicker Hamster einfach mal. Ui, der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Ja, ist doch cool. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Das arme Pony. Können wir hier irgendwas sehen? Ein Wohnwagen? Irgendwas, was wir mitnehmen können oder so? Nee, die Kugel und das hier. Glücksrad. Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. 4 Farben und 4 Symbole in jeder möglichen Kombination. Die Chance, auf das richtige Feld zu kommen, steht 1 zu 16. Mein Gold würde ich darauf nicht wetten, wenn ich Gold hätte. Hm. Die Chance auf das... Okay. Untersuche den Käfig. Hatten wir schon. Da haben wir das auch schon gemacht. Können wir denn einfach jetzt die... Das ist die Kristallkugel aus der Zaubererschule. Meister Markus meint, er hätte sie als Werbegeschenk bekommen. Also er will sie wahrscheinlich austauschen, damit die nicht mehr was wert ist, so, ne? Wie soll ich das machen, ohne dass dem Schausteller etwas auffällt? Vielleicht können wir irgendwas mit dem Hamster machen oder mit dem Käfig oder so. Hm. Untersuche den Sonst Käfig. Sonst ist nichts Interessantes mehr im Käfig, sofern ich nicht ein paar Fußballplätze düngen will. Mhm, okay. Da ist nichts mehr. Ja, dann rede ich nochmal mit ihm. Hallo. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ach so, hier. Stimmt es, dass Sie sehr reich sind? Warum fragst du? Willst du mich ausrauben? Ganz recht, Goldherr. Müssten Sie das als Wahrsager nicht wissen? Als Wahrsager müssten Sie doch wissen, ob ich Sie ausrauben möchte, oder? Voll fies. Du gefällst mir. Natürlich weiß ich es. Ich glaube... Nein, du willst mich nicht ausrauben. Aber was willst du dann? Ich brauche einen Haufen Gold, um in der Zauberschule aufgenommen zu werden.
Ein Haufen Gold, so. Ich habe so viel Gold hier, aber das ist der Hauptpreis beim Glücksrad. Das kann ich dir nicht so einfach geben. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Ja. Der Bertram, der ist ziemlich dick, oder? Sagen Sie mal, Ihr Hamster, der Bertram, ist der nicht ziemlich dick? Natürlich. Es ist sogar der dickste Hamster der Welt. Aber ist der Käfig nicht viel zu klein für ihn? Nein, Bertram mag's gemütlich. Und er bewegt sich eh nicht sonderlich viel. Der arme Hamster. Wie sollte er auch? Der arme. Kann es sein, dass mit dem Eichhörnchen etwas nicht stimmt? Meinst du? Wenn er da jetzt hingeht? Sieht eigentlich ganz normal aus. Ach, er geht da jetzt hin. Guck mal. Dann können wir das doch derzeit umändern mit der Kugel. Jetzt schnell. Nimm sie. Vielleicht funktioniert die Kugel aus der Zaubererschule besser. Mit seinen anderen Vorhersagen konnte ich nicht viel anfangen. Nimm sie. Jetzt tauscht er sie aus. Dir geht es doch gut, oder? Hoffentlich ist nichts mit ihm. Es ist so ein beeindruckendes Tier. Findest du nicht auch? Ja, ich weiß nicht. Oh ja, sehr possierlich. Woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Woher wissen Sie, dass das Eichhörnchen rosa ist? Haben Sie es schon mal gesehen? Das nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass es rosa ist. Die rosafarbenen trifft man am häufigsten an. Wie können Sie überhaupt eine Farbe haben und unsichtbar sein? Die Zoologen sind sich darüber noch nicht im Klaren. Noch ist es ein Mysterium, könnte man sagen. So ein Schafscheiß, echt. Naja, er kommt wieder zurück und wir haben die Kugel ausgetauscht. So, nu? Jetzt schreibt er da irgendwas? Das ist die Kristallkugel aus der Zaubererschule. Meister Markus meint, er hätte sie als Werbegeschenk bekommen. Und wir haben jetzt die richtige. Wo ist sie denn? Nee, wo ist denn die andere? Hat er die jetzt nicht genommen? Jetzt läuft er wieder einmal rum. Hallo! Wilbur, was kann ich für dich tun? Ist doch noch die ganze Zeit da. Können Sie mir bitte noch einmal die Zukunft voraussagen? Aber gern. Die leuchtet sogar jetzt. Hokus pok. Das sieht ganz anders aus als beim letzten Mal. Herr Wuppermann. Hallo. Oh Gott. Er scheint völlig weggetreten zu sein. Ob ich ihm Fragen stellen kann? Vielleicht funktioniert das ja jetzt besser. War das die Antwort auf meine Frage? Oh Gott. Können Sie auch sprechen? Okay. Also gut. Also er kann nur mit Ja und Nein. Werde ich den Erzmagier treffen? Mir wird bei diesem Abenteuer doch nichts Schlimmes passieren, oder? Werde ich meine Mission erfüllen und dem Erzmagier den Ring geben? Nein. Nicht? Aber dann wird alles umsonst gewesen sein? Auch nicht. Wird mir in diesem Abenteuer noch etwas Schlimmes zustoßen? Oh Gott. Werde ich verletzt? Oha. Werde ich sterben? Oh Gott. Dann sagen Sie mir... Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldigung. Sie wissen nichts mehr? Wissen? Wovon? Ach, gar nichts. Oh, das war heikel. Ich glaube, dieses Mal hat er wirklich die Zukunft gesehen. Ja, das ist witzig. Aber er scheint nach einigen Fragen wieder aufzuwachen. Das war jetzt sehr interessant irgendwie. Auf einmal macht er wirklich so eine Vorhersage. Aber komisch, dass wir die andere Kugel gar nicht mehr haben. Die brauchen wir wohl nicht. Kann er einfach mal spielen damit? Wir fragen mal, ob wir spielen dürfen. Hallo. Wilbur. Mensch. Wilbur, was kann ich für dich tun? Du noch hier? Darf ich vielleicht einmal Glücksrad spielen? Aber sicher. Yeah, Glücksrad spielen. Wie funktioniert das? Wie du siehst, gibt es verschiedene Farben. Rot, Gelb, Grün und Blau. Du sagst mir, auf welcher Farbe das Rad stehen bleiben wird.
Schaffst du das dreimal hintereinander, gewinnst du den Jackpot. Mhm. Ist es nicht ziemlich unwahrscheinlich, dreimal hintereinander die richtige Farbe zu raten? Wäre es einfach, wäre der Hauptpreis auch kein Sack Gold. Also gut. Welche Farbe willst du? Vielleicht müssen wir dafür mit ihm noch mal in die Zukunft gucken und so. Ich nehme mal grün. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Ah, das war leider völlig daneben. Willst du es doch einmal versuchen? Lieber nicht. Die Gewinnchance ist deutlich zu gering für mich. Wie du meinst. Du kannst es gern später nochmal probieren. Ja, ich hätte das jetzt nochmal probieren können, aber ich nehme mal an, wir müssen ihn irgendwie, keine Ahnung, in die Zukunft gucken lassen, wie es steht. Hallo. Wilbur, hey. Wilbur. So, guck, nee, können Sie noch einmal die Zukunft voraussagen. Können Sie mir bitte... Aber gerne. So, jetzt geht's wieder los. Kugel fängt an zu leuchten und er pennt auf einmal ein. Er ist wieder in Trance. Wenn Herr Wuppermann immer nach ein paar Fragen aufwacht, muss ich mir ganz genau überlegen, was ich ihn frage. Ich glaube, das kann ich. Okay. Ist die Farbe nicht blau? Oder ist es blau? Ist es pink? So, jetzt geht's nämlich los hier mit den Farben. Ich kann Ihnen einfach so Fragen stellen, Sie werden mich nicht belügen, oder? Also dann lieber direkt fragen. Ist es pink? Natürlich ist es nicht pink. Es gibt... Aha, also nicht pink. Ja, toll. Hätte mich auch gewundert. Auch nicht so ein dunkles Pink, oder? Was so ein wenig ins Lila geht. Ich mag die Farbe. Es ist nicht so ein kühles Pink, sondern etwas wärmer. Wissen Sie, was ich meine? Nö. Nicht? Was macht er denn da? Was fragt er denn da? Oh. Können Sie mir bitte... Aber so, komm, hilf mir mal. Der soll mal ordentliche Fragen stellen, Wilbur. Er ist wieder und er ist nach fünf Fragen wieder aufgewacht. Ist es grün oder blau? Also muss ich mit fünf Fragen die drei richtigen Farben herausbekommen. Genau. Ist es blau? Also bleibt noch gelb, grün und rot. Ist es gelb? Also rot oder grün. Ist es grün oder blau? Also grün. Es ist grün, okay. Ja. Kommen wir zur nächsten Runde. Also, zuerst kommt grün. Ist es rot? Okay, dann kommt rot. Also grün, rot und jetzt. Ist es blau? Also kommt jetzt gelb. Was ist los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das macht doch nichts. Können wir noch ein... Gern. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich mir das gut gemerkt habe. Von meinen Fragen her. Welche Farbe willst du? Pass mal auf. Ich will grün. Es wird ein grünes Feld sein. Also gut, los geht's. Hervorragend! Du hast richtig getippt. Siehst du, so schwierig ist das gar nicht. Also weiter. Nur noch zweimal richtig tippen. Welche Farbe willst du? Jetzt will ich natürlich rot. Es wird ein rotes Feld sein. Also gut, los geht's. Na. Heute ist Glücksspiel-Day. Unfassbar. Zwei Siege hintereinander. Weißt du, was das heißt? Kurz vor dem Hauptpreis. Nicht genau. Hat es etwas mit dem Raum-Zeit-Kontinuum zu tun? Es heißt, dass du nur noch einen Sieg davon entfernt bist, einen Haufen Gold zu gewinnen. Voll geil. Oh, dieser Druck. Welche Farbe willst du? Jetzt will ich gelb. Es wird ein gelbes Feld sein. Weil also, blau war es ja nicht. Los geht's. Na komm schon. Nein!
Ah, das war leider Nein. völlig daneben. Willst du es noch einmal versuchen? Ach so, es kann natürlich auch zweimal dieselbe Farbe kommen. Das ist natürlich gemein. Und wenn wir dieselben Farben nochmal... Aber nur noch gern. Welche Farbe? Oder ist das immer... Ist das immer random jetzt? Oder immer dasselbe? Ich nehme es nochmal. Es wird ein grünes... So, also, wir gehen nochmal... Keine Ahnung. Wenn jetzt wieder grün kommt, ist es vielleicht dieselbe Reihenfolge. Nee. Ah, das war leider völlig daneben. Okay. Willst du es doch... Nee. Lieber... Wie du meinst, du kannst... Okay, also nur die letzte Farbe stimmte nicht. Da hätte es also rot sein müssen. Also war es dann... Was war das jetzt? Grün, rot und dann nochmal rot. Das ist ja auch fies. Ich dachte, da kommt natürlich eine ganz andere Farbe. Hallo. Bilbo. Na gut. Können Sie mir... Aber So, jetzt müssen wir wieder die Farben rauskriegen. Und das sind anscheinend immer andere. Oder so. Er ist wieder in Trance. Ist es... Frage ich jetzt direkt nach der Frage oder blau oder rot? Ist es blau oder rot? Okay. Es ist also entweder blau oder rot. Ist es blau? Es ist blau. Okay, zuerst kommt blau. Kommen wir zur nächsten Runde. Zuerst kommt blau. Ist es rot? Ist es grün oder gelb? Okay. Es ist nicht... Grün oder gelb? Was... Kommt jetzt nochmal blau vielleicht? Ist es rot? Hatte ich schon mal, ne? Was ist nur los? Oh Mann. Ach, das macht doch nichts. Können Sie mir... Also, jetzt kommt blau. Wenn er es nicht schon wieder jetzt geändert hat. Er ist wie... Also. Ist es blau? Ist nicht blau. Na toll. Ist es gelb? Also es ist grün. Oder rot. Ist es grün oder blau? Auch nicht. Nicht grün, nicht blau, nicht gelb, also rot. Kommen wir zu... Ist es blau? Auch nicht. Gleich wacht er auf. Ist es rot? Oh Mann! Und ich weiß immer nicht, ob er die Runde nochmal neu macht. Ach, das macht doch nichts. Das erste Mal war schon eigentlich richtig gut. Ich würde sagen, ich mache mal hier einen Cut. Leg mir Zettel und Stift bereit fürs nächste Mal. Schreib mir die Farben auf, dann komme ich nicht durcheinander. Und dann, man muss halt die Fragen so stellen, dass man ja möglichst mit wenig Fragen es auch rausbekommt, was sehr fies ist. Aber das kriegen wir schon hin. Bis dann!